So, daher wieder. Wir wollen da rein. Wir hätten gerne dich. Und wir hätten jetzt gerne einfach nur ganz viel tolles Zeug. Oh, und wir sollten darauf achten, dass wir... Warum zu... Hallo? Warum treffen die mich alle? Wir sollten vor allem darauf achten, dass wir jede Etage abgehen. Also bei jeder Etage gucken auf der Minimap, ob es hier einen Springbrunnen gibt oder nicht. Und das lief gerade ziemlich doof mit dem getroffen werden. Daran sollte ich definitiv noch arbeiten. Ich brauche ein Messer und was zu essen. Oh, okay. Was zur Hölle? Achso. So. Dich loote ich, weil ich Geld brauche. Ganz viel Geld für ganz viel Ausrüstung. Ich sollte nicht mit der Dynamitstange in der Hand rumlaufen, sonst schmeiße ich sie aus Versehen. Dich kriegen wir nicht auf. Wir haben keine Springschuhe. Da ist ein Geschäft. Wir könnten kurz gucken, ob sie Springschuhe verkaufen. Ja, tun sie. Essen? Ja, tun sie. Okay, dann gehen wir kurz zur Bank. Nope. Geben unser hart erarbeitetes Geld aus. Was? Hier rum. Geben unser hart erarbeitetes Geld raus, um uns zu heilen. Was zur Hölle? Warum treffen mich diese kleinen Bastarde? Ich meine, das ganze erste Leben und zweite Leben? Weiß ich nicht. Es waren zwei Leben, oder? Ich glaube, es waren zwei Leben. Die ganzen ersten beiden Leben hatten wir kein Problem hier im ersten Buch, außer dieser große Tentakelklops. Jetzt werde ich von diesen kleinen Nagelkrabbeltieren umgebracht? Komisch. Genau ihr. Ich laufe mal rückwärts dabei. So. Und vielleicht solltet ihr nicht unbedingt looten. Sondern nur die looten, die mir keine Probleme verursachen. Na gut, Messer. Guter Anfang. Hier oben ist zwei Fleisch, das merken wir uns auch. Wir haben oben links einen Zauber. Komischer, industriell anmutender Raum. Kein Weg zu dem Schrein. So, das hätten wir auch schon mal. Und hier ein Dynamit, falls wir es später brauchen. Warum kannst du jetzt auch schon Feuerbälle schmeißen? Was zur Hölle ist hier los? Das haben die doch vorher nie gemacht, oder? Oder hatte ich einfach nur Glück? Wo war das Fleisch? Ich glaube hier. Fleisch. Da ist wieder das kleine Ding. Die lasse ich jetzt auch tot auf dem Boden liegen. Da ist was zu essen, okay. Nix. Nirgendwo nix. Ja, ein Stein hier. Nee. Okay. Genau, du kleiner Bastard kannst zaubern. Was machst du? Hypnotik-Power, ja. Weiß ja nicht. Und mir fällt gerade auf, ich wollte eigentlich zur Bank laufen. Problem ist nur, wir haben jetzt keine Bank mehr hier. Obertyp. So, hier ist nichts mehr zu holen. Hier ist ein kleiner Mann, der sterben muss, bevor er zaubert. Unter uns wäre das Dingens. Hier ist der Ausgang, okay. Unten links geht es noch weiter. Hier. Bank. Und wir haben einen Schlüssel. Zing.
Oh, sehr schön. Zing, zing, zing. Andere Seite ist auch noch voll beladen. Sehr schön. Heißt, Bank können wir uns eventuell sparen. Brauchen wir noch den Shop. So, laut Karte ist oben rechts noch ein Fitzelchen, wo wir hingehen können. Das mache ich auch noch schnell. Also da kann kein Springbrunnen oder dergleichen sein, weil sonst wäre es vom Kompass aufgedeckt worden. Aber vielleicht ist hier irgendwas anderes Interessantes da. Also loot-technisch. Abgeschlossene Tür. Kommt man nicht irgendwie hoch? Ich will meine Springschuhe wieder haben. Okay, jetzt können wir runter. Die Tür ist. Ja, okay. Aber wir müssen jetzt runter. So. Okay. Irgendwo ist ein kleines. Nein, 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 nein. Ja, ich würde mich auch wundern, wenn plötzlich so ein komisches Menschenwesen durch mein Dach sich springen würde und sich dabei selbst verletzt. Also man kann Dynamit auf dem Boden wohl auslösen durch das Messer. Oder andere Sachen. Sollten wir uns merken. Das kommt mit. Das sind, glaube ich, jetzt zwei Etagen runter statt nur einer. Oh, oh, oh. Euch habe ich vergessen. Ich würde gerne hoch. Ja, hier ist ein guter Anfang. Ich würde aber gerne weiter hoch. Geht's hier aber natürlich nicht. Hier ist die Sackgasse, wenn ich es richtig sehe. So. Kommen wir da. Wir müssen uns umbringen. Es gibt für uns keine Möglichkeit mehr, hier rauszukommen. Außer hier vielleicht. Aber da seht ihr mal, wie schnell ich ans Umbringen denke. Da ist ein Shop. Schlüssel. Kommt mit. Nix. Das sind sehr komische kleine Miniräume hier. Nicht den Käfer looten, der steht gleich wieder auf sonst. So, ich wollte zum Shop. Hopp, hopp. Shop ist irgendwo unter mir. Da. Also mit unter mir meinte ich eigentlich südlich. Das riskiere ich nicht. Ich plündere ich auch nicht. Was bist du für eine? Eine resonierende. Das ist die Schlösseraufschließgeschichte. Was kommt mit? So, dann haben wir unten das Geschäft. Süden, das Geschäft. Da kommen wir aber so nicht hin, sondern müssen erstmal hier nach Osten. Hier nach Süden. Da nach Westen. Und hier in den Shop. Geschwindigkeitsschuhe. Erstmal die Tür wieder zu. So, wir hätten gerne Tinning Kit. Damit können wir Gegner essen. Okay, warum nicht? Wenn man dieses Kit dabei hat, kann man bestimmte Leichen von nichtmenschlichen Gegnern konsumieren, um Lebenspunkte wiederzuerhalten. Es kostet 20 Artefakte pro Anwendung. Das ist krass. Und Schlüssel nehme ich jetzt mit. Also wir brauchen die Schlüssel gerade nicht, weil wir den Zauber haben, aber den Zauber werden wir nicht ewig haben, weil sobald ich eine neue Statue sehe, will ich die ausprobieren. So, Speed Boots. Lassen uns schneller laufen. Fehlt noch 8 Artefakte. Was kriegen wir hin? 8 Artefakte. 8
Artefakte. Schlüssel, Munition, keine Artefakte. Okay. Ah, wenn man gedrückt hält, kann man es essen. Aber 20 ist immer noch ganz schön happig. Haha. Artefakte, Artefakte. Einer fehlt. Brauche ich doch veräppeln. Aber gut, irgendwas wird respawn sein auf dem Weg zurück. Das passt dann schon. Nee. Nicht so wirklich. Oh, doch da. So. Plündern, Schlüssel. Drei Artefakte, okay. Da. Das ist der Eingang. Wir sind viel zu hoch. Eine Etage runter. So. Jetzt zum Shop und noch schneller laufen können. Kaufen. Ja, lässt sich schneller als normal laufen. Ja, es wird schon langsam schwer zu kontrollieren. Das ist gut. Kann bedingt nützlich sein. Oder kann dafür sorgen, dass ich schneller in den Tod falle. Eins von beiden. Und hier unten waren wir schon mal und kamen hier nicht ordentlich raus. Also ist das der falsche Weg. Ich sehe auf der Karte aber keinen anderen Weg runter. Also nehmen wir den hier. So, da ist ein Ausgang. Ich will aber gar nicht wirklich einen Ausgang. Ich will mehr tolle Sachen. Brauchen wir nicht. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Okay. Da geht's raus. Hässliches kleines Ding. Oh, ein Artefakt. Wir sind ganz schön niedrig, was Artefakte angeht. Also ist ein bisschen Looten angesagt. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass wenn wir einfach nur den Dungeon abklappern, wir mehr Artefakte zusammenbekommen, als durch irgendwelches Töten. Aber sei es drum. Ich habe ziemlich häufig ein Déjà-vu, was bestimmte Räume angeht. Ein Schlüssel. Zwei Schlüssel. Hier liegen ganz schön viele Schlüssel rum. Wurmdingens. Jupp, genau du. Okay, wir müssen irgendwo... Nee, wir müssen nicht irgendwo, wir sind fertig. Wir müssen ins nächste Level. Zing. So, was haben wir da? Wir haben ein Geschäft. Wir haben ein Buch. Buch war eigentlich das Zeichen für Ausgang. Na gut, gucken wir erstmal, was das Geschäft hat. Geschäft hat Schleichschuhe, Schnelllaufschuhe... Schlüssel, die wir nicht mehr wirklich brauchen, weil wir Zauber haben und schon viele Schlüssel und sonst nicht wirklich viel Interessantes. Okay. Keine Springschuhe. Schade. Ein Artefakt. Oh. Warum bist du nicht eingezeichnet auf der Karte? Das finde ich jetzt nicht schön. Also die Springbrunnen sind gar nicht eingezeichnet. Das heißt, wir brauchen den Kompass nur für Geschäfte, Banken und Statuen. Okay. So, dich hätten wir schon mal. Dich hätten wir auch. So, Statue. Gucken wir, was es ist.